Der 9-jährige Max hat früher immer gerne Zeit bei seiner Oma Irmgard verbracht. Vor kurzem hat der Schüler jedoch rätselhafterweise damit begonnen, regelmäßig im Haus der Rentnerin zu wüten. Als die 67-Jährige wegen ihres verstauchten Fußes etwas länger für den Einkauf braucht, nutzt ihr Enkel die Gelegenheit für weitere Schandtaten. Max, bin wieder da. Oh, wie sieht's denn hier aus? Max, was hast du da hinter deinem Rücken? Igelkacke! Ja, und wie stinkt's denn hier? Max, was hast du angestellt? Sag mal, was fällt dir denn ein? Hast du das alles gemacht? Ja. Was bist du noch? Das schöne Bild! Warum denn? Tu die weg, die Dinger! Weg, weg, weg! Ja, hör mal, Bianca. Du musst Max sofort... Ja, hol sofort deinen Sohn hier ab. Weißt du, was er hier angerichtet hat? Da Max' Mutter nicht begreift, warum sich ihr Sohn plötzlich derart aggressiv verhält, hat sie sich hilfesuchend an Therapeutin Maria Prospero gewandt. Kurz entschlossen kommt die Familienhelferin mit zum Ort des Geschehens. Komm mal, guck dir das an. Ist das nicht unglaublich? Was ist passiert? Wo ist denn Max? Eigentlich war ich mit Frau Bach verabredet wegen ihres Sohnes, der im Moment sehr auffällig ist. Dann war aber klar, wir müssen jetzt sehr schnell zur Großmutter, weil da wieder was vorgefallen war. Als wir dann reinkamen, konnte man sehen, ja, das war auch so. Ich war wirklich auch total geschockt, wie ein Kind so viel Chaos anrichten kann. Und nicht nur Chaos, das war ja richtig destruktiv. Also da hatte ich das Gefühl, da muss man wirklich sehr schnell intervenieren, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Der ist doch immer gerne hier. Ja. Er ist wirklich gerne hier. Ist er öfter hier? Er ist öfter hier, wir spielen zusammen, er kocht, also er hilft mir. Wir haben ein gutes Verhältnis eigentlich. Gutes. Ja, er liebt seine Oma, ich liebe ihn. Wir machen Hausaufgaben, er ist so froh, dass er in der Schule ein bisschen besser geworden ist. Also... Also die haben wirklich ein super Verhältnis und er ist gerne hier. Er soll jetzt auch in den Ferien hier bleiben. Oh mein Gott. Aber Mama, weißt du, vielleicht übertreibst du ein bisschen mit den Schulaufgaben, mit dem Lernen. Vielleicht ist das einfach zu viel für ihn. Ja. Mhm. Und wirklich Freunde hat er hier auch nicht. Ob Bianca mit ihrer Vermutung richtig liegt, will die Therapeutin in einem Vier-Augen-Gespräch mit Max herausfinden. Dass der laufende Wasserhahn im Bad bereits das nächste Chaos ankündigt, weiß Maria Prospero nicht. Max? Ja, hier ist Max. Wieso bist du da? Was ist denn hier drin? Ach du liebes Bisschen. Max? Ja. Warst du das? Nein. Nicht? Komm, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Erstaunt bemerkt die Familienhelferin die Ordnung im Zimmer des 9-Jährigen. Denn wenn Max wirklich seinen längeren Ferienaufenthalt bei der Oma verhindern wollte, hätte er diesen Raum als erstes verwüstet. Also ich sehe, du hast hier eigentlich ein super Zimmer bei deiner Oma und hier ist es ganz aufgeräumt. Badezimmer steht fast unter Wasser, unten ist Mord und Totschlag, als wäre irgendwie die Vandalen reingebrochen. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt überhaupt noch nicht verstehen, warum du das gemacht hast. Weil die Oma sagt, du bist gerne hier, die Mama bestätigt das. Ist das so? Ja, ich bin sehr gerne hier bei meiner Oma. Mhm. Super hier. Und die ist auch nicht zu streng mit dir? Nein. Super nett zu mir. Im Gespräch selber war er so mittelzugänglich. Ich meine, dafür, dass er mich nicht wirklich kennt, hat er sich ganz gut aufs Gespräch eingelassen. Aber er wollte dann doch nicht rausrücken mit der Begründung, warum er das alles veranstaltet. Ich stehe jetzt ehrlich gesagt vor einem Rätsel. Weil irgendwie ist das sehr, sehr widersprüchlich, was du mir erzählst und wie du dich verhältst. Weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du zu wenig Aufmerksamkeit bekommst von deiner Familie. Ich glaube, die gucken ganz gut nach dir. Ich will einfach nur, dass mein Plan aufgeht. Ein Plan? Ach, egal. Kinder können ja nicht immer so gut formulieren, was ihnen durchs Herz geht oder durch den Kopf geht. Deswegen dachte ich, wir machen eine sehr plakative Aktion, indem er seine Großmutter zur Marionette macht. Das heißt, er konnte demonstrieren, einfach durchs Tun, wie sein Verhältnis zu ihr ist. Ich habe dann ganz gezielte Fragen gestellt und das war sehr überraschend, was er da gezeigt hat.
Um dem mysteriösen Plan des Neunjährigen auf die Spur zu kommen, braucht Maria Prospero die Hilfe von Oma Irmgard. Und obwohl die Rentnerin immer noch entsetzt über das Chaos ihres Enkels ist, will auch sie wissen, was hinter Max' Verhalten steckt. Zeig doch mal der Oma, wie doll du sie lieb hast. Oh, wie schön. Aber das war mir so klar. Aber das ist schon sehr herzlich. Ja. Okay, hast du gut gemacht. Ich glaube, das ist angekommen. Zweite Aufgabe. Was meinst du, wie es der Oma geht, wenn du so ein Chaos hier machst? Solche gefährlichen Sachen. Wie? Und was passiert dann, wenn du kein Chaos machst? Was befürchtest du denn, was dann ist? Bitte kurz hinlegen. Einmal hinlegen. Meine Frage, was passiert, wenn er kein Chaos fabriziert? Hat er seine Großmutter hinlegen lassen und hat sie quasi wie tot dargestellt? Das war völlig überraschend und machte für mich erstmal überhaupt keinen Sinn. Also, dann erzähl ich mal. Ganz wichtig. Komm, erzähl mal. Was hast du denn? Also, die Oma hatte ja letztens einen Sturz. Ja. Und ich hatte dann ein bisschen Angst um sie, dass sie vielleicht noch mal stürzt. Und aber das kann ja mal passieren, Maus. Du stürzt da auch ab und zu. Ja, genau. Hast du bestimmt schon erlebt. Was er dann erzählte, war, dass er sich Sorgen um seine Großmutter macht. Also das Chaos, ich meine, du hast die Oma lieb, du machst ja aber quasi alles kaputt. Ja. Und du machst dir Sorgen um die Oma. Irgendwas passt da für mich immer noch nicht zusammen. Also ich möchte halt, also ihr geht es ja letzter Zeit nicht so gut wegen dem Fuß. Mhm. Und dann möchte ich halt, dass sie zu uns zieht. Mhm. Weil dann kann ich halt immer auf sie aufpassen. Und ach, mein Schatz. Dann ist das halt ist aber ausgeklügelt. Ach du liebes bisschen. Du bist aber auch ein Schatz. Also, dass der Max das alles zerstört, nur damit die Oma nicht alleine zu Hause ist, das kann ich nicht verstehen. Er hätte ja zu mir kommen können, wir hätten darüber geredet. Aber er hat seine Oma einfach sehr, sehr lieb. Und es wird die Zeit kommen, ne? Dann will sie dann vielleicht nicht mehr in dem großen Haus alleine sein, ne? So. Ja, und dann werden wir auch nach einer passenden Lösung finden. Ja. Ne? Aber so weit sind wir noch nicht. Okay? Ja. Irmgard hat die Entschuldigung ihres Enkels angenommen und leistet sich inzwischen regelmäßig eine Haushaltshilfe. Max verbringt weiterhin gerne Zeit mit seiner Oma und unterstützt sie, wo er kann.